Du bist mit der Länge deiner Eisenschläge eigentlich recht zufrieden. Aber der Treiber, der will im Verhältnis einfach nicht weit genug fliegen. Warum das so ist, das erfährst du in diesem Video. Also bleib dran, wir starten jetzt. Ja, das ist ein wirklich sehr, sehr interessantes Phänomen. Sehe ich sehr, sehr häufig. Das Eisen geht noch relativ weit, aber der Treiber passt vom Verhältnis von der Länge überhaupt nicht dazu. Es gibt da drei Hauptgründe meiner Meinung nach, warum das passiert, und die solltest du unbedingt kennen, über die spreche ich jetzt in diesem Video. Außerdem werde ich dir im Bonusteil auch noch erzählen, welchen Fehler Golfer sehr, sehr häufig beim Schlägerkauf machen. Da gibt es einen eklatanten Fehler, den solltest du unbedingt kennen. Kommen wir zum ersten Grund, warum der Treiber im Verhältnis zu den Eisen kürzer fliegt. Ich messe ja seit Jahren mit einem Trackman-Radargerät meine Schüler und auch die Pros, die zu mir kommen. Und das ist immer sehr, sehr auffallend. Wenn ein Golfer mit einem Eisen 7, Eisen 8, Eisen 9 schlagt, ja, dann sind die Abstände von Schläger zu Schläger immer 2 Meilen pro Stunde ungefähr. Das ist es übrigens auch bei den Profis. Aber dann kommt's. Wenn dann ein Profigolfer dann auf einmal ein Holz nimmt, dann schwingt er dieses dann deutlich schneller als ein Eisen. Und das Dreierholz ist noch einmal deutlich langsamer wie der Treiber. Das heißt, da gibt es einen riesigen Sprung, also mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit. Bei den normalen Golfern ist es so, dass irgendwie kommt mir vor, beim Eisen 7, Eisen 6 ist vorbei mit der Schlägerkopfgeschwindigkeit. Sie erreichen ein Plateau, ein Geschwindigkeitsplateau und können den Treiber dann auch nicht mehr schneller schwingen als das. Und diese Geschwindigkeit geht dann eben ab, um den Ball weit zu schlagen. Das hat natürlich viele Gründe, warum das passieren kann, dass man so ein Plateau bekommt. Aber der absolute Hauptgrund ist es meiner Meinung nach, weil der Treiber wesentlich länger ist als ein Eisen. Und daher benötigt es wesentlich mehr Kraft hier im Übergang, um den Schläger ins Beschleunigen zu bringen. Die meisten Golfer haben ja leider die Idee immer noch, dass sie versuchen, die Hände durch den Treffmoment durchzubeschleunigen, mit dem Versuch, Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erreichen. Das ist nicht der richtige Weg. Wichtig ist es, dass man hier im frühen Abschwung Geschwindigkeit erreicht mit den Händen, damit man hier unten dann viel Schlägerkopfgeschwindigkeit hat. Das heißt, wenn du versuchst, einen ruhigen, langsamen Übergang zu machen, dann wirst du einfach den Schläger nicht schneller schwingen können. Deswegen empfehle ich dir als folgende Übung, dass du versuchst, als erstes einmal im frühen Aufschwung hier etwas schneller zu starten. Nicht hektisch, aber etwas schneller, damit du etwas in Fahrt kommst, damit du hier einen Grund hast, schneller zu wechseln. Das heißt, du stellst dich hin, schnell, schnell, und dann wirst du merken, dass die Geschwindigkeit wesentlich höher wird, der Ball wird weiterfliegen. Fang mal mit der Übung an. Kommen wir zum nächsten Grund, warum der Treiber im Verhältnis zum Eisen so kurz fliegt. Und jetzt muss ich wieder über die Schlagflächenstellung sprechen, wie so oft. Und zwar ist es so, speziell beim Treiber, wenn die Schlagfläche kurz vom Treffmoment, und kurz vor Treffmoment finde ich, ist ein ganz guter Ort, dass man sich vorstellt, dass es mit der Schaft parallel zum Boden ist, ja, kurz vom Treffmoment, dann ist es so, wenn die Schlagfläche zu weit offen ist, ihr kannst sehen, die Spitze zeigt so ein bisschen nach hinten hier, dann muss ich, um den Ball nicht nach rechts wegzuschlagen, muss ich jetzt Ausgleichsbewegungen machen. Ich muss versuchen, ja, die Hände in eine Position zu bringen, dass der Schläger gerade wird. Ich muss meinen Körper bremsen. Und du kannst dir vorstellen, dass die Schlägerkopfgeschwindigkeit darunter wahnsinnig leiden wird durch diese Ausgleichsbewegungen. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn die Schlagfläche zugeschlossen ist. Ja, stell dir vor, der Schläger würde kurz vom Treffmoment parallel zum Boden so zeigen. Ja, da müsstest du beginnen, hier auszugleichen. Irgendwie komisch. Also du wirst da auch nicht sehr viel Geschwindigkeit erreichen und auch keine guten Parameter haben, damit du den Ball sauber und verlässlich triffst. Wie möchtest du das haben? Du möchtest es haben, dass kurz vom Treffmoment, sprich wenn der Schläger parallel zum Boden ist, dass die Schlagfläche fast in den Himmel zeigt, vielleicht sogar ein bisschen nach vorne gelappt ist hier. Wie kontrollierst du das? Es gibt heutzutage Smartphones, da kann man sich herrlich aufnehmen, nämlich genau aus diesem Winkel, aus dem ich jetzt gerade filme. Da macht man einen Schwung und spielt das in Zeitlupe ab und dann kann man eben schauen, wie das hier steht. Siehst du zum Beispiel, dass die Schlagfläche zu sehr hier ist, dann solltest du dir deinen Griff ansehen, ob du nicht zu weit nach links rotiert bist. Siehst du, dass die Schlagfläche, was übrigens sehr selten ist, zu stark eingedreht ist wie hier, dann hast du vielleicht den Griff zu weit nach rechts gedreht als rechtshändiger Golfer. Ich habe dazu ein Video gemacht über den Griff, das kannst du dir hier oben anschauen, beziehungsweise habe ich es auch noch in der Beschreibung unten verlinkt. Kommen wir zum dritten Punkt, warum der Treiber im Verhältnis zum Eisen nicht zu weit fliegt. Und zwar ist der Fehler häufig der, dass man den Treiber nicht so spielt wie ein Treiber. Das klingt jetzt blöd, aber was heißt das? Das heißt, nur wenn der Ball am Boden liegt, ja, mit dem Eisen, dann versucht man zuerst den Ball zu treffen und dann den
Boden, der Ball geht dadurch in die Luft. Aber beim Driver ist es so, dass der Ball aufgeteet ist. Sprich, wenn ich jetzt hierher gehe und den Ball von einer aufgeteeten Position schlagen möchte, möchtest du haben, dass der Driverkopf von unten nach oben schwingt, ja, so hier hinaufschwingt. Durch den geringen Loft des Schlägers wird der Ball dann hoch starten, aber hat relativ wenig Rückwärtsstrahl im Vergleich zum Eisen und dadurch kann er weiter fliegen. Jetzt machen viele Golfer den Fehler, dass sie bereits beim Setup sich so hinstellen, dass sie diese Aufwärtsbewegung gar nicht machen können. Sprich, dass die Wirbelsäule zu weit nach links gekippt ist hier. Was du haben möchtest, ist, dass der Ball erstens mal gegenüber vom linken Fuß liegt circa und dass ab dem Brustkorb, also da, wo dein Brustbein ist, dass die Wirbelsäule etwas nach rechts geknickt ist. Nicht viel, aber ein klein wenig. Dann bekommst du so eine Stellung, die dir schon eine Idee geben wird, dass du den Ball etwas mehr von unten nach oben schlagen möchtest. Das heißt, wenn du dich hinstellst, schau, dass die Ballposition stimmt, lass das alles hier gleich und jetzt nur von hier oben vom Brustkorb weg ein wenig nach rechts neigen. Jetzt hast du eine gute Ausgangsstellung. Jetzt ist weiters wichtig, dass du verstehst, dass dein Becken im Treffmoment woanders sein wird als im Setup. Und zwar bei allen guten Schwüngen, jeder Golfer, der den Ball gut in der Aufwärtsbewegung trifft, ist es so, dass das Becken, du kannst dir vorstellen, die Gürtelschnalle, ist ca. 10 bis 15 cm weiter links als im Setup. Und du siehst schon, mein Kopf geht nicht mit, mein Kopf bleibt dahinter. Der geht sogar ein bisschen zurück sogar. Das heißt, das ist die Position, wie gute Golfer, wenn sie den Ball von unten nach oben schlagen, stehen. Nämlich in dieser Neigung hier. Das heißt, ich stehe mich aber nicht jetzt so hin, sondern das möchte ich versuchen, im Schwung zu erreichen. Um es aber zu üben, ist es sicherlich gut, dass man sich mal hinstellt, einmal zum Spaß einmal die Hüfte so weit nach links bewegt, dass der Oberschenkel hier quasi vertikal hinunter zeigt. Den Schaft, ja, den gebe ich ein wenig nach links, nicht so, sondern ein wenig nach links und neige die Wirbelsäule nach rechts. Und jetzt kann ich einfach mal nur einen kleinen Schwung machen von hier bis hier, einfach mal nur, um das Gefühl zu bekommen, die Idee zu bekommen. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann kannst du hergehen und kannst es dann langsam in einen Golfschwung einbauen als Gedanke. Achte bitte aber darauf, dass du jetzt nicht beginnst vor lauter so stehen, dass du jetzt beginnst so aufzuschwingen. Also bitte ganz normal aufschwingen, hier Wirbelsäule in der Mitte und dann versuchen in der Dynamik diese Position zu erreichen. Wir kommen jetzt zur Bonussektion. Wenn dir dieses Video bis jetzt gut gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es likest, damit der Kanal wachsen kann. Häufig sehe ich bei den Golfern, dass sie aufgrund dessen, dass sie etwas mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit haben wollen, sich einen Driver besorgen mit einem sehr, sehr leichten Schaft. Da gibt es ja schon welche mit 45, 50 Gramm. Das klingt zwar sehr verlockend am Anfang, aber wenn man darüber nachdenkt, macht das keinen Sinn. Denn hast du einen Schläger, der sehr, sehr leicht ist, stell dir vor, das wäre jetzt hier aus einem Strohhalm, dann bräuchtest du keine muskuläre Kraft, um das hier zu beschleunigen. Das heißt, das Griffende wird nicht sehr schnell werden. Wäre das jetzt etwas schwerer hier, der Schläger, dann muss ich mehr Muskelkraft verwenden und kann dadurch das Griffende mehr beschleunigen und werde auch dadurch häufiger den Ball in der Mitte treffen, weil der Schaft sich im Schwung stabiler anfühlt und ich viel besser spüren kann, wo der Schläger überhaupt im Schwung sich befindet. Ist der leichte Schaft für alle Golfer schlecht? Nein, das sage ich nicht, aber bitte sei kritisch, kauf nicht automatisch einen leichten Schaft, nur weil du glaubst, dass du mehr Geschwindigkeit bekommst. Oft ist es genau umgekehrt. Wenn dir dieses Video gefällt, würde ich dich bitten, dass du einen Daumen hinterlässt und bitte dich als nächstes dieses Video hier anzuschauen. Da kannst du nochmal 30 Meter mit dem Driver abholen. Also bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.